Herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ja, wir sind wieder da und ich habe endlich wieder meine ganz normalen Mikrofoneinstellungen. Darüber bin ich sehr glücklich. Diesmal alles noch mal 10-mal geprüft, ob es wirklich alles richtig eingestöpselt ist. Aber ja, es passt. Sehr gut. So, ich wollte einmal noch mal nachschauen, wie immer. So, wegen den Aufgaben. Genau, hier war das ja so, dass wir die Leiche wegschicken müssen. Sobald wir mit ihr fertig sind. Aber ich habe da etwas, was ich noch nicht freischalten konnte. Ne? Teile ein Kilo mit Kuno. Schalte Kunos Vater aus. Das ist optional, ne? Ich will das ehrlich gesagt nicht so gerne machen. Aber hier steht ja, betritt Wohnung 12 im Cape Side Apartments Gebäude und hole Kunos Speed. Teile es mit ihm, um eure Freundschaft zu festigen. Und wer weiß, welchen Geheimnissen du so auf die Spur kommst. Ja, du, aber das ist moralisch etwas verwerflich. Aber okay, gut, schauen wir erstmal weiter. Genau, wir müssen Alice morgen nochmal kontaktieren, das passt. Zeitlich sind wir noch gut dabei, soweit ich weiß. Weil wir müssen erstmal... Mit dem Raucher war erst, wie immer noch nach 21 Uhr, ne? Okidoki. Wir sind bei 15 Uhr. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns. Ich gehe mal ganz kurz noch mal hin. Weil das ist bestimmt noch nicht freigeschaltet, ne? Obwohl hier... Du untersuchst... Die Leiche noch einmal gründlich... Versuch's nochmal. Ah, schade. Weil so wie ich es verstanden habe, wenn ich 2x6 würfeln würde, würde es trotzdem funktionieren, ne? Oh, ich kann hier nochmal hier. Du fährst mit deinen Händen über den kalten Körper des Opfers. Über seine Gliedmaßen, den Torso mit den aufgedunsenen Organen. Vielleicht solltest du gründlicher sein. Du siehst nochmal einmal in seiner Hose nach. Das machen wir mal. du ziehst ihm die Hose herunter, sein Schritt ist marmoriert, der Piep ist geschrumpft und zieht sich halb zusammen. Hier findet sich nichts Geheimnisvolles oder Bemerkenswertes. Okay. Ja, glauben Sie, wir haben etwas übersehen? Du wirst das Gefühl nicht los, dass der aufgedunsene Körper vor dir noch mehr Geheimnisse birgt. Ja, irgendwas ist uns entgangen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir bei dieser Leiche etwas übersehen haben. Nein, lassen wir einfach die Jungs von der Kriminaltechnik ihre Arbeit machen. Ja, irgendwas ist uns entgangen. Also gut, wir haben hier bereits Totenflecken. Er zersetzt sich. Wenn wir ihn nochmal untersuchen wollen, müssen wir die Leiche kühlen und das schnell. Kann er nicht einfach noch ein Weilchen hier rumhängen? Okay, wo finden wir einen Kühlschrank für die Leiche? Er müsste von gewerblicher Größe sein. Fragen wir zuerst einmal beim Guard im Whirlingen Racks und beim Fritteladen unten an den Toren nach. Falls wir dort keine Antwort bekommen, seine Stimme verhallt, als sein Blick auf Kuno fällt. Aber nur, wenn alle Stricke reißen. Was gibt's da zu glotzen, Pinomann? Willst du dem großen Kuno an die Wäsche? Willst du Piep werden? Nur, wenn alle Stricke reißen, betont er. Kuno wirkt so, als würde er viel herumkommen, Martinez gut kennen und wahrscheinlich auch die hiesigen Kühlschränke. Dann nichts wie los, oder ich muss mir erst nochmal die Leiche ansehen? Können wir noch was machen? Beeilen Sie sich, dieser Auftrag hat Priorität. Mit jeder Stunde wird es schwieriger, das zu finden, wonach wir suchen. Kann ich das nochmal machen? Nee, kann ich nicht. Ist gesperrt. Tüten wir ihn ein. Okay, nee, können wir nicht machen. Gut, also suchen wir jetzt noch nach einem Kühlschrank. Das kam jetzt auch noch dazu. Boah, es gibt so viele Möglichkeiten. Also langsam werde ich immer überforderter mit der Situation. Aber gut, können wir da nochmal im Mülleimer nachschauen? Können wir da nochmal was gucken? Der Geruch verdorbener Lebensmittel steigt dir in die Nase. Du siehst durchnässte Kartons, schmutzige Lumpen und organische Abfälle. Okay, sonst haben wir alles schon. Wir schließen den Deckel. Der Container klingt wie ein gedämpfter Gong. Na gut. Ende.
ein schnelles Ende. Okay, dann wollte ich hier nochmal gucken. Da. Das sieht auch verdächtig aus. Also jetzt, nachdem Kuno dir von seinem Unterschlupf erzählt hat, wirken die Eternitplatten weniger unscheinbar. Warum schaue ich mir dieses Dachdeckermaterial an? Ah, Kuno hat dir von seinem Schuppen erzählt. Machen wir mal. Weil du die Eternitplatten einfach abreißen können müsstest. Es sei denn, Kuno hat gelogen. Du reißt die Platten ab. Machen wir das mal. Da ist sie, eine schäbige kleine Tür. Aha. Ups. Das ging ja einfacher als gedacht. Ich dachte, wir brauchen eine Axt oder so. Okay, plus 5 Willenskraft zurückgewonnen. Und Erfahrung gewonnen. Das muss der Schuppen sein, den Kuno erwähnt hat. Dann lassen Sie uns mal einen Blick hineinwerfen. Nice. Oh, wir haben hier noch einen Eimer. Komme ich da hin? Na komm. Hä, wo geht er hin? Hä? Oh, da ist eine Frau. Ich lasse ihn jetzt einfach gehen, weil ich gespannt bin, wo er hingeht. Weil er geht wahrscheinlich komplett drumherum. Vielleicht geht er ja einen Weg, den ich selber noch nicht mal gesehen habe. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Ist Kim eigentlich schon vorgelaufen? Ah ja, tatsächlich. Da hinten, aha. Ach, da konnte man auch irgendwie durch? Nee, da komme ich nicht rein, Junge. Was war das denn? Ja gut, aber wenn wir schon hier sind, können wir ja nach dem Kühlschrank bei Fritte nachfragen. Man weiß ja nie. Ich habe bis jetzt, ich glaube, ich habe keine neuen Flaschen gesammelt, ne? Müsste ich einmal nochmal kurz prüfen. Aber ich glaube nicht. Wir haben schon alles leer gesammelt. Achso, nee, ich habe nichts dabei. Gut, sprechen wir die Frau mal an. Haben Sie einen Kühlschrank? Steht direkt hinter Ihnen. Mit einem Nicken deutet sie auf das brummende Gerät in der Ecke. Sie haben recht, das ist ein Kühlschrank. Wahnsinn. Ich muss darin eine Leiche lagern. Ich sag das mal. Sie kaut weiter ihren Kaugummi. Das ist ein Witz, oder? Ja, das war nur ein Witz. Du hustest, ein schlechter Witz. Du misst den Kühlschrank mit den Fingern und einem zugekniffenen Auge ab. Vergessen Sie es, sie würde da niemals reinpassen. Nein, das ist kein Witz. Ich muss die Leiche des Gehängten in ihrem Kühlschrank lagern. Ah, der würde wahrscheinlich nicht reinpassen, ne? Ja, sehr witzig. Sie wendet sich wieder ihrem Magazin zu. Anscheinend unbeeindruckt von deinem Witz. Ich frag nochmal. Das ist ein Kühlschrank, Wahnsinn. Komisch. Gerade eben hatte ich das Gefühl, es hat gestockt, hat es aber nicht, ne? Oder doch? Mich irritiert das, dass sie sich halt nicht bewegt, ne? Dann denke ich die ganze Zeit, das stürzt gleich ab oder so. Ich bin ein bisschen vorgeschädigt. Okay. Ja, ihre Aufmerksamkeit ist bereits anderswo. Gut genug über den Kühlschrank geplaudert. Warte mal, das mit der Leiche, sag ich nochmal. Das ist kein Witz, sage ich jetzt. Okay, sie sieht den Kühlschrank an. Die würde da ja gar nicht reinpassen. Jetzt, wo ich ihn mir ansehe, vielleicht ist ein Kühlschrank mit Glastür in einem öffentlich zugänglichen Lebensmittelladen nicht die beste Option, um eine Leiche zu lagern. Schade, das hätte so schön ausgesehen. Da könnten Sie recht haben. Außerdem ist der Kühlschrank eh zu klein. Naja, besten Dank Ihnen. Ah, besten Dank. Okay, sie widmet sich wieder ihrem Magazin. Diese Frau lässt sich auch von nichts beeindrucken, ne? Okay, also müssten wir im Whirlingen Rex nachfragen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das hier nicht möglich ist. Ist ja ein bisschen. Ein bisschen too much, ne? Ich habe nur gehofft, dass sie vielleicht irgendwie in der Hinterkammer oder so noch einen größeren Kühlschrank hätte. Aber wenn es tatsächlich nur der eine ist, dann, ja. Ist das nicht so vorteilhaft. Den können wir da nicht reinquetschen. Gut, dann kommen wir zu unserem Best Friend hier. Hallule.
Es sieht so aus, als bräuchte ich einen Kühlschrank. Ja, ja, wegen dem Toten. Sie wollen eine Leiche in meinen Kühlschrank tun, stimmt's? Wow, der ist sogar von alleine darauf gekommen. Korrigiere ihn. Aha, nein. Nein, wir wollen einen sehr wichtigen Toten in Ihren Kühlschrank tun. Ja, das fasst es gut zusammen. Woher wussten Sie das? Weil Sie sie noch nicht weggeschafft haben und mittlerweile muss sie fürchterlich stinken. Tja, die kommt mir nicht ins Haus. Da können Sie mich beim Wort nehmen. Warum nicht? Ich werde Sie gar nicht erst nach dem Warum fragen. Sie antworten sowieso irgendwas Gemeines. Warum nicht? Weil das hier ein kulinarisches Etablissement ist und keine Leichenhalle. Nicht zu fassen, dass Sie mich das überhaupt fragen. Es wäre nur für eine... Leutnant, Sie auch? Er kann es nicht glauben. Sie fragen mich das auch? Nein. Die Antwort ist nein. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Laden zu einem Gruselkabinett verkommt. Wow, er hat den Leutnant abgeschaltet, als wäre ein altes, kaputtes Rundfunkgerät. Er ist wirklich der Herr in seinem Reich. Ich sage es zwar nur ungern, aber anscheinend müssen wir Kuno fragen, ob er von einem anderen Kühlschrank in der Gegend weiß. Okay, also ist Kuno wirklich unsere einzige Möglichkeit? Ist es deswegen, wieso wir uns mit ihm so ein bisschen anfreunden müssen? Weil er uns da weiterhelfen kann? Könnte gut sein, ne? Na gut. Das heißt, da müssen wir uns an Kuno wenden. Aber ich will erstmal durch diese eine Tür. Da haben wir wieder was geöffnet und ich renne wieder durch die halbe Welt. Und bringe Sachen nicht zu Ende. Aber wie gesagt, diese Frau dort im Hof ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir müssen da auch irgendwie noch hinkommen. Also hier komme ich vielleicht erst durch die Tür, wenn wir hier irgendwie reinkommen. Huch. Ach, das geht richtig rein. Wow. Cool. Nice. Was haben wir hier? Eine leere Tube des Nahrungsergänzungsmittels Magnesolar. Wahrscheinlich Magnesium? Ein silberner Teller mit knochengelben Pulverresten? Ganz ruhig, mein pochendes Herz. Es ist Amphetamin. Herrliches Amphetamin. Oh, Drogen, ne? Der Leutnant betrachtet nicht das Pulver, er betrachtet dich im Spiegel. Das ist eine gute Gelegenheit, unauffällig herauszufinden, wie er zu Drogenkonsum steht. Rein dienstlich, meine ich. Hier hat jemand Rauschgift genommen. Vielleicht sollte die Polizei einschreiten. Ich habe nicht darüber nachgedacht, es zu nehmen. Ich schwöre es. Ich habe an Gerechtigkeit gedacht. Ich habe gehört, dass Amphetamine einen zu einem richtig guten Detective machen sollen. Sind Sie ein richtig guter Detective? Vielleicht sollte die Polizei einschreiten. Vielleicht auch nicht. Er sieht dich an. Solche Vergehen liegen unterhalb unserer Besoldungsgruppe, Detective. Allerdings, er zeigt auf die Leiter in der Ecke. Sehen Sie die Leiter da? Vermutlich gelangt man auch darüber in den Industriehafen, oder? Es muss sich um einen Geheimweg handeln, den die Kinder nutzen. Okay, also keine Drogen. Auf dem Poster steht, aus dem Weg oder du wirst weggeballert. Mhm. Sehr originell. Ein gepökelter Schweinskopf sieht fast wie mumifiziert aus. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Puppe oder so. Was haben wir hier? Geld? Yes. Geld nehme ich immer gerne. Gut, dann müssen wir die Treppe benutzen. Uiuiuiui. Spannend, spannend. Ach, dann kommen wir hier aufs Dach. Warte mal, ich muss ja mal ganz kurz prüfen. Kommen wir da hin? Von der Seite? Boah, das sieht sehr einsturzgefährdet aus. Ich bin froh, dass er da von alleine hinrennt. Oh, was ist das? Nusa fehlt. Mm. Können wir sehr gut gebrauchen. Sehr, sehr gut können wir sowas gebrauchen. Oh, da ist ein Mantel. Den holen wir uns auch gleich, aber ich will erstmal hier mir das noch anschauen. Willst du nicht? Ah. Ich will mir das anschauen. Wieso schaut er sich das nicht an? Oder das hier? Behelfsmäßige Pfeiler verhindern den Einsturz der Ruinen. Ich kann da nicht drauf drücken. Das ist ja komisch. Ach hier, dieser Eingang wird bald einstürzen. Wow. Ich wollte zu dem Eimer noch.
37. Ah ja, nice. Ich mag Postkarten, die würde ich gerne sammeln. Na klar kann man die auch verkaufen, das verstehe ich auch. Aber das würde ich nicht wollen. Könnte ich hier hin? Nee, ne? Hier gibt es keine Tür, die ich benutzen kann. Das heißt, hier ist eine Sackgasse. Also ich komme dann nur auf die andere Seite. Hier kommen wir ja hoch, ne? Das heißt, wir kommen auch hier hin. Sehr schön. So. Oh, da liegt noch was. Ah, die Musik klingt so bedrohlich hier. Oh, noch mehr Geld. Nice. Und hier? Noch eine Postkarte. Oh, noch mehr Geld. Wow. Sehr schön. Wir können uns ja bald wieder was kaufen. Was ist das? Kann ich mir noch nicht anschauen. Aber wir können bestimmt... Warte mal, hat er gerade einen Gedanken? Nee. Können wir da durch? Da muss doch ein Eingang sein, oder nicht? Können wir hier irgendwie runter? Ich will an das Ding dran. Polizeimantel. Anscheinend hat jemand seinen Ölzeugmantel hier am Geländer hängen lassen. Schauen Sie mal, Leutnant. Du zeigst auf den flatternden Mantel. Jemand hat seinen Mantel hier hängen lassen. Ja, wahrscheinlich ist es Ihrer. Habe ich ehrlich gesagt auch innerlich gedacht. Wetten, das ist unser Mantel? Schließlich ist darauf das BMR-Abzeichen zu sehen und das wäre auch nicht das erste, was sie verloren haben. Er schätzt ab, wie tief es nach unten geht. Der Sprung ist für sie sicher machbar. Sie wirken, als ob sie früher Leichtathletik gemacht hätten. Du siehst dich um. Was genau machen wir hier oben? Glauben sie wirklich, dass das mein Mantel ist? Soll ich ihn mir holen mit einem Sprung? Du entscheidest, dir den Mantel zu holen und springst über den Sims. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu schlecht noch dafür. Ich sehe mich erstmal um. Hier oben weht ein heftiger Wind. Der Leutnant betrachtet den riesigen Kran, der in einiger Entfernung über das Containerdepot ragt. Aha, diesen Kran? Den meint er, ne? Sein Blick ist eine Mischung aus ingenieurhaftem Interesse und dem Staunen eines sechsjährigen Kindes, das zum ersten Mal ein Pferd sieht. Verdammt und zugenäht, du feist anerkennt, das ist mal ein Riesenkran. Das ist nur eine Maschine, Leutnant, wie ein Riesenhammer oder eine Riesenzange. Hier gibt's nichts zu sehen. Du lässt ihn staunen. Nee, wir machen mit. Ja, so könnte man das ausdrücken. Er betrachtet dich mit einem leisen Lächeln und wendet sich dann wieder dem Kran zu. Das ist wirklich ein beachtliches Wunder der Technik. Aber ich schweife vom Thema ab. Wir wollten uns hier auf ihren Mantel konzentrieren. Er betrachtet das traurige Stück Stoff, das im Wind flattert. Was genau machen wir hier oben? Ich hatte angenommen, dass wir uns mit Evrard, dem König dieses belagerten Schlosses, treffen wollen. Er ist eine der Personen, die wir befragen müssen. So brauchen wir vielleicht nicht mit seinen Handlangern zu reden. Oder vielleicht sind wir hier nur auf Erkundung. Der Wind zerzaust seine Haare, während er sich umsieht. Er denkt, dass du wieder vergessen hast, wo du bist. Süß. Okay, wir versuchen es einfach. Wir haben ja ein bisschen Gesundheit. Oh, ich glaube, ich habe es nicht geschafft, ne? Wir stürzen gleich richtig schön ab. Jo, ich wusste es. Ja, solange wir nicht sterben, ist alles gut. Ja, fehlgeschlagen. Heiliger Bimbam, das ist hoch. Nur ein Irrer würde so einen Sprung wagen. Du würdest mit Sicherheit sterben. Okay, jetzt schaffe ich das gerade nicht. Nächstes Mal werde ich springen. Ja, ich wusste, dass ich eine Gesundheit verliere, aber zum Glück haben wir noch ein bisschen was. Ich fülle wieder auf. So. Glauben Sie wirklich, dass es mein Mantel ist? Soll ich ihn mir holen mit einem Sprung? Der Mantel? Ich bin sicher, dass das Ihrer ist. Ja, aber ob Sie sich ihn holen sollen? Er sieht über den Sims nach unten, wo der kalte Fußweg wartet. Naja, es scheint nicht allzu gefährlich zu sein. Maximal 2 Meter. Wenn Sie bereit sind, komme ich Ihnen hinterher. Der Mantel sieht aus wie eine Geschenktüte, die im Wind flattert. Wer weiß, was sich in seinen Taschen verbergen mag. Vielleicht mein Personalausweis, den ich die ganze Zeit suche. Das wäre schon toll. Okay, jetzt kann ich es erstmal nicht machen. Dann lassen wir es erstmal auch. Ja, ich wünschte nur, wenn ich jetzt hier gesprungen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch hier gelandet. Ne? Dann könnte ich bestimmt hier weiterschauen. Weil anscheinend komme ich hier nicht weiter durch. Schade, schade. Muss ich mir merken, dass ich hier dann nochmal es später mit dem Mantel versuche. So. Mehr haben wir hier erstmal auch nicht, ne? Schade, schade.
Komme ich hier denn von der Seite dran? Nee, der geht immer da hinten hin. Schade. Na gut. Ich hab's versucht. So, dann fragen wir jetzt Kuno wegen dem Kühlschrank. Wenn wir eh schon hier sind. Mehr gibt's hier nicht, ne? Also ich kann nicht irgendwie noch hier weiter durch. Nee, okay. Und dann muss ich nochmal gleich wieder in die Aufgabenliste schauen. Was wir sonst noch machen können. Wir brauchen einen Kühlschrank. Also, ich brauche einen Kühlschrank, um die Leiche aufzubewahren. Für den Saftsack? Gut, dass du den Kuhnmeister das fragst. Er nickt und versucht dabei älter zu wirken. Kuno weiß von einem Kühlschrank, ideal zum Einfrieren von Piep. Echt? Ich glaube dir nicht? Das dachte ich mir. Ich dachte mir das schon. Wo ist der? Der Hackbraten hat's eilig, aber was springt für den großen Kuno dabei raus? Er verschränkt die Arme. Wie sieht Kunos Return on Investment aus? Oh. Jetzt ist der Zeitpunkt, um demütig zu sein. Nenn ihm einen Herren. Ein leichenfreier Hof? Hast du etwa keinen bürgerlichen Stolz? Nein, den hat er definitiv nicht. Werter Herr, eines Tages werde ich euch eure Information vergüten. Doch jetzt tickt die Uhr. Du überzeugst den großen Kuno mit der Information herauszurücken? Von mir aus, Kuno, dann hilf mir eben nicht. Ja, aber die Chancen sind ja gut, weil wir sind anscheinend auch sein Kumpel, ne? Ach nö, dein Ernst? Kuno ist ein armes Kind aus einer armen Gegend. Sag, dass dein Arbeitsplatz auf dem Spiel steht. Dafür wird er Verständnis haben. Nein, wird er nicht. Bin ich mir da wirklich sicher? Hört sich irgendwie schwach an. Junge, das ist eine ernste Sache. Mein Arbeitsplatz steht auf dem Spiel. Wenn ich das nicht hinbekomme, könnte ich gefeuert werden. Ja, aber das interessiert sie nicht. Nein, es ist nicht schwach. Es ist aufrichtig. Verwechsle Aufrichtigkeit nicht mit Schwäche. Sag es. Vertrau mir. Ja. Was zur Hölle machst du da, Mann? Er sieht dich argwöhnisch an. Was soll das? Schenk ihm gar keine Beachtung. Erzähl einfach deine traurige Geschichte weiter. Ich habe fast alles verloren, Kuno. Mein Gedächtnis, mein Geld, selbst meinen Namen. Ich darf nicht auch noch meine Arbeit verlieren. Bitte, bitte hilf mir. Die Augen des Leutnars blitzen hinter seiner Brille auf. So dramatisch ist es auch wieder nicht. Wir können die Leiche einfach zur Kriminaltechnik schicken. Sowas... Lahmarschig ist es Kuno noch nie untergekommen, sagt er mehr oder weniger zu sich selbst. Hör mal, Bulle, würdest du einen Piep drauf geben, wenn du Kuno wärst? Das funktioniert überhaupt nicht. Du hast mich belogen, Goldzünglein. Stimmt schon, Kuno. An deiner Stelle wäre es mir wahrscheinlich egal. Hier geht es nicht um mich, Kuno, sondern um die Leute, denen ich helfen will. Für mich ist es sowieso schon zu spät. Wenn du es mir nicht sagst, muss ich andere Leute fragen. Und das dauert zu lange. Die Leiche verwest. Oh, ich habe Moral verloren. Verstehst du denn nicht? Gemächlich kostet er jedes Wort aus. Kuno will, dass sie verwest. Kuno fährt auf diese Kadaverpiep ab. Frag wen anders. Kuno wird nicht plaudern. Er mag Leichen. Warum gehen wir jetzt nicht und behelligen ein paar andere Kinder? Sagt er ungeduldig. Die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kinder sehen so einiges. Also, ich glaube, soll ich ihm die Hose abkaufen? Nee, ich würde gern noch ein bisschen... Ach ja, Kuno, ich habe deinen Schuppen gefunden. Ach ja, hast du dich da, Piep? Was hat das mit dem Schweinskopf auf sich? Das würde ich fragen. Oh, der? Er kratzt sich etwas Dreck unter seinem Fingernagelweg. Weg. Kuno verabscheut Bullenschweine. Der war nur ein Demo-Tape von Kuno. Wolltest du mir damit vielleicht eine Botschaft übermitteln? Ein Demo-Tape, wie bei Musiker? Cooler Schweinskopf, hat mir gefallen. So einen habe ich auch, gleich hier. Du zeigst auf deinen Kopf. Vergiss es, ich sag nichts davon. Also theoretisch... Ich habe das Gefühl, wir würden uns mehr damit ihm anfreunden, wenn wir ihm zustimmen. Also auf seine Art und Weise reden würden. Was ich nicht so toll finde, aber was soll man machen? Ein Demo-Tape wie beim Musiker. Uns dumm stellen? Ich sag mal ein Demo-Tape. Ja, Mann, Kuno spielt im Snuff-Rundfunk. Piep-Bullen live macht sie einen Kopf kürzer. Er zeigt unheilverheißend auf den Schuppen. Kuno ist ein Bullenmörder. Ich habe einen Teller voller Pulverrückstände gefunden. Weißt du etwas darüber? Oh, Durchbruch steht vor... Warte mal. Das hier, ne?
Was heißt das denn? Forschungsbonus? Hä? Okay, na gut, ich habe keinen blassen Schimmer. Aber Hauptsache, ich habe irgendeinen Durchbruch. Darauf setzt Kuno täglich sein Hirn unter Strom. Das ist Kunos Shazam. Da drin geht Kuno richtig steil, Bulle. Wetten, dass du auch richtig schön steil gehen willst, was? Du fühlst dich müde und alt, aber du könntest die Funken in deinen Augen wieder anfachen. Was ist mit der Magnesolam-Tube, Kuno? Das ist ein Vitamin. Weißt du überhaupt irgendwas? Er sieht dich an, als hättest du gerade auf die Sonne gezeigt und gefragt, was das sei. Du könntest welches gebrauchen. Das ist Magnesium, oder? Ja, das Mag. Der Piep ist wichtig, um in Bestform zu bleiben. Kuno gibt sich eine Tube am Tag oder so. Zieht sich übelstes Mag rein und du könntest ein ganzes Fass gebrauchen. Bring ihm das nicht bei, Kuno. Er wird es gegen dich einsetzen. Ich weiß alles über Magnesium. Ich fahre mir das ständig rein. Komm schon, es ist nur Magnesium. Mach keine so große Sache raus, ja. Du kapierst es nicht. Damit verschwindet dein Kater komplett. So, als ob du überhaupt nichts gemacht hättest. Als ob du nur zu Hause geblieben wärst und mit deiner Töff-Töff gespielt hättest. Er sieht dich mit hervorgetretenen Augen an. Okay, gib dir keinen Mag. Du ziehst dir bloß eine Überdosis rein und verreckst. Ach so, ist das dann, also wenn wir das mit einnehmen könnte, also hebt es die Wirkung dann auf von den Drogen? Ist das da oben mein Mantel? Ich bin mir ziemlich sicher. Du zeigst auf den Mantel, der im Wind flattert. Ach ja, Kuno blinzelt ihn an. Du bist ganz schön im Piep gewesen. Es überrascht Kuno, dass du noch dem ganzen Piep noch einen Kopf auf den Schultern hast. Nach welchem? Keine Panik, Säufersau. Kuno tippt sich zweimal verschwörerisch an die Nase. Bei Kuno sind deine schmutzigen Geheimnisse sicher. Kuno ist kein Anschwärzer. Aha, er sagt, dass du da hochgeklettert bist. Wahrscheinlich hat er dich dabei gesehen. Ja, das erklärt eindeutig, wie dein Mantel da oben hingekommen ist. Kann ich über das Dach in den Hafen gelangen? Aber klar doch, was glaubst du denn, wie Kuno die ganzen Jungs vom Hafen zu seinen Deppen gemacht hat? Muss nur fliegen, Bulle. Das habe ich versucht, es war nicht gerade von Erfolg gekrönt. Kuno weiß das. Kuno und sie haben gesehen, wie du dich vollgeschissen hast. Schon okay, Bulle. Nicht jeder kann sich der Angst stellen, so wie Kuno. Dann ist das ja leicht zu erledigen. Sei kein Weichei. Spring einfach. Ich habe genug gehört. Okay, wir können noch mal über den Schuppen reden, aber wir haben schon alles besprochen. Bei ihm kann ich jetzt nur noch... Oh. Jamais. Gedanke abgeschlossen. Jamais vu. Derealisation. So, jetzt bin ich gespannt, was das ist. Jamais vu, das Gegenteil von déjà vu. Nicht bereits gesehen, sondern nie gesehen. Alles, was vertraut sein sollte, wirkt fremd und neu. Wie ein halb vergessener Tag deiner Kindheit. Nur jetzt. Das ist das Gefühl, das du gespürt hast. Und wer weiß, wie lange schon. Du solltest Joyce Messier danach fragen. In welcher Welt befinden wir uns? Das ist die grundlegende Frage. Okay. Alle Lerngrenzen für Intellekt um 1 erhöht. Ich hoffe, das ist gut. Aha, es ist so interessant, durch was es geht, weil hier ist auch noch was. Das könnte man theoretisch später freischalten. Wartet. Ich muss einmal kurz hier. Das war noch die Postkarte. Okay. Von den Aufgaben. Okay, da haben wir nur die erledigten noch. Na gut, na gut, na gut. So. Mann, ich habe auf die Uhrzeit nicht geachtet, aber es ist nicht so viel Zeit vergangen. Sehr schön, sehr schön. Gut, Leute, was wollte ich noch machen? Ich wollte das wieder erhöhen, dass wir das wieder voll haben. Und ja, mit dem Kühlschrank, warte mal. Da musste ich nochmal, kann ich das wahrscheinlich nicht jetzt machen, ne? Muss ich wieder warten, bis die Zeit vergeht. Über die Leiche. Ah, oh, wo ist deine restliche Rüstung? Kuno scheißt auf die Rüstung. Wie kommt's? Hä? Mit Kunos Saftsack ist was nicht in Ordnung. Er ist ein verdammter Mutant? Ein Mutant? Schau dir den doch an. Er zeigt auf die Leiche.
Piep, Wachstumshormone. Der ist ein Riese, kein Mensch der Welt passt in die Rüstung. Also kein Mensch der Welt passt in die Rüstung rein. In einer merkwürdigen, aggressiven Geste bohrt er sich die Finger gegen die Schläfe. Kuno scheißt auf die Freak-Rüstung. Kuno hat den Piep weggeschmissen. Was meinst du mit weggeschmissen? Kuno hat versucht, den Helm aufzusetzen. Er ist ihm zu groß gewesen. Er tritt den imaginären Helm weit weg. Kuno hat die Piep ins Meer gekickt, so voll Rugby-mäßig. Der Dreck ist Kuno egal. Du hast sie ins Meer geworfen? Ja, Mann, der Dreck ist Kuno egal, wiederholt er. Kuno piept auf materiellen Piep. Kuno ist ein Mönch. Mann, bei dem Kind muss ich jedes zweite Wort zensieren, ey. Ich gib's schon langsam auf. Wenn du irgendwen wegen der Rüstung auf den Sack gehen willst, dann probier's mal beim Gewerkschaftsdeppen mit dem Schnurrbart, dem fröhlichen Troubadour-Deppen an den Toren. Aha, wen meinst du mit Troubadour? Naja, den Piep in Stiefeln. Weißt schon, diesen fröhlichen Gewerkschafts-Scoop-Piep ist hergekommen und hat von Kühen und so gefaselt. Ist hergekommen und hat so getan, als ob ihm Kühe wichtig wären. Ja, du hast ihn an den Toren getroffen. Der hing mit den Stiefeln und dem fröhlichen Lächeln. Meinst du Manana? Ja, mit dem musst du reden. Der ist übelst verrückt nach der Rüstung. Kommt her, tut so, als ob er auf Kühe steht, versucht einen Blick auf Kunos Rüstung zu werfen. Wunderlich, mein Fürst, warum hat Kuno euch diese Information zukommen lassen? Und das erzählst du mir einfach nur, weil du ein herzensguter Mensch bist, Kuno? Ja, Mann, Kuno hat heute seinen wohltätigen Kuno-Tag. Ihr zwei Versagerbullen tut Kuno leid. Kuno erbarmt sich. Er wirkt dennoch verdächtig. Er könnte es auf diesen Kerl abgesehen haben. Oder ihr könntet paranoid sein. Auch das ist eine Möglichkeit, Majestät. Mhm. Sein ganzer Körper ist mit Kontusionen übersät. Warst du das? Was willst du denn? Was soll das sein, diese Kontussen-Piep? Er greift sich an den Kopf, als würde er ihm plötzlich wehtun. Der will sagen, dass du dumm bist, Kuno. Die wollen dich wieder dumm machen. Eine Kontusion ist eine Prellung. Ich spreche von den Spuren, die deine Steine an der Leiche hinterlassen haben. Ich sag ihm das einfach. Oh je, hat Kuno dir das Piepschnüffeln schwerer gemacht? Vereitelung des Piepschnüffelns? Auf einmal scheint er sich besser zu fühlen und lässt seinen Kopf wieder los. Das ist Kunos Königreich, Piep. Hier regiert Kuno. Hörst du den Leutnant brummen? Machen wir später damit weiter. Weitere Fragen? Nee. Ich kann das jetzt nicht nochmal. Warte mal, war das mit dem Schuppen? Nee. Kann ich nicht nochmal nach dem Kühlschrank fragen?